Wie bitte? Kein Schinken für den Bischof? Nein, in diesem Jahr nicht. Glück gehabt, kleines Schweinchen. Der Küchenmeister des Fürstbischofs von Münster mag noch so sehr schimpfen im Dezember des Jahres 1582. Aus dem Kloppenburger Land kein Schinken für den Bischof. Sie möchten wissen, warum nicht? Nun, diese Geschichte ist eine von 9 wahren Begebenheiten aus dem Oldenburger Münsterland, die in diesem Bändchen versammelt sind. Autor Johannes Bollen berichtet unterhaltsam von Ereignissen, die wirklich stattgefunden und von Menschen, die wirklich gelebt haben. 60 Seiten mit Geschichten aus der Geschichte der münsterischen Zeit sind mit liebevollen Federzeichnungen von Paula Möhlmann illustriert. Der im Isensee Verlag in Oldenburg erschienene Band kostet nur 8 Euro und ist im Buchhandel, aber auch direkt beim Autor erhältlich. E-Mail oder Anruf genügt.